folgenden Gleichungen ist die Zahl y gesucht und wir sehen, wir müssen diesmal nicht den Logarithmus bestimmen, sondern die Variable steht im Logarithmus und das heißt, wir überlegen uns Folgendes. Wenn der Logarithmus von y zur Basis 2 gleich 5 ist, stellen wir uns die Frage, welche Zahl y ist denn gleich 2 hoch 5? Das heißt also, wir können schreiben, 2 hoch 5 ist gleich y. Da ergibt sich für uns natürlich eine relativ einfache Rechnung. Y ist gleich 32. Analog in der nächsten Zeile. Wir sagen, 2 hoch 2 Drittel ist gleich y. Das heißt, y gleich dritte Wurzel aus 2 hoch 2, selbstverständlich könnten wir dann noch schreiben, dritte Wurzel aus 4. Oder 4 hoch 1/2 ist gleich y, y gleich Wurzel aus 4 ist gleich 2. Y an dieser Stelle ist wieder gesucht, das heißt also wir fragen uns 2 hoch 3 soll gleich y sein, y gleich 8 und letztendlich 10 hoch 3 gleich y, y gleich 1000. Zusammengefasst lässt sich also an dieser Stelle sagen, in all diesen Beispielen wird unser Logarithmus als Potenz geschrieben, in dem die Basis und der Exponent bekannt sind und der Potenzwert, in dem Fall y, gesucht war. Auch in folgenden Beispielen ist eine Zahl gesucht, in dem Fall die Basis a. Das heißt also, wir können, um diese Gleichung lösen zu können, uns unseren Logarithmus erstmals eine Potenz mit einer gesuchten Basis a schreiben. Das würde also bedeuten, a hoch 3 ist gleich 1000. A hoch 5 ist gleich 32. A hoch minus 1/2, Entschuldigung, minus 1 ist gleich 1/2. A hoch minus 3 ist gleich 1/8 und a hoch 0 gleich 1. Wie finden wir die Basis? Unsere Kopfrechenfähigkeiten helfen uns dabei hoffentlich, dass wir sofort erkennen, dass 10 hoch 3 gleich 1000 ist, also a gleich 10. A hoch 5 soll 32 sein. Das bedeutet, die Basis muss 2 sein, weil 2 hoch 5 gleich 32 ist. A hoch minus 1 gleich 1/2 bedeutet, a soll gleich einer Zahl sein, die hier als Basis eingesetzt werden kann. Das bedeutet also die 2. Die Begründung lautet, 2 hoch minus 1 wäre 1/2. Und das hat ja in dem Fall den rechten Term der Gleichung schon dargestellt. Und a hoch minus 3 gleich 1/8 bedeutet a ebenfalls gleich 2. Und in der letzten Gleichung haben wir ein Problem, und zwar das Problem mit dieser 0. Aus den Potenzgesetzen haben wir gelernt, dass jede Zahl hoch 0 gleich 1 ist. Das heißt also, a könnte hier sein 2, weil 2 hoch 0 gleich 1 ist, oder auch a gleich 3, weil 3 hoch 0 gleich 1 ist und so weiter. Das heißt also, wir erhalten hier eigentlich unendlich viele Lösungen, bei denen a hoch 0 in jedem Falle